Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Marco und bei mir ist der... Ich bin der Klaus und auch von mir ein ganz herzliches Willkommen hier im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Und Marco, wir stehen vor Black Friday, Cyber Monday. Bei uns ist es die Blue Friday Week. Und Marco, das geht... los, jetzt online, genau mit diesem Video. Ne? Genau jetzt, Dienstag, 23.11., 16 Uhr. Und morgen startet es offiziell auch in den Stores, 24.11. Wir ziehen einfach Weihnachten um einen Monat nach vorne. Es gibt fast geschenkte Sachen ab dem 24. auch in den Stores. Jawohl. So, wir haben also geguckt, was können wir machen für diese Aktion, für euch. Das ist uns dieses Jahr schon arg schwer gefallen. Ne? Denn wir sind ja leider, ihr kriegt das mit teilweise aus den Nachrichten, in der dummen Situation, dass wir viel zu wenig Sets hier haben, weil sich Container verzögern und Lieferungen aus China verzögern, weil die ganzen Schifffahrtslinien und so weiter, das funktioniert alles nicht so richtig. Also ich befürchte, es wird, ich hoffe nicht bei uns, aber doch an der einen oder anderen Stelle zu Weihnachten noch leere Regale geben. Von daher haben wir uns ein bisschen schwer getan, aber wenn ich mir das so anschaue... Wir sind einmal durch unser Sortiment gegangen, haben geschaut, wo sind die Mengen noch groß genug für so eine Aktion und haben bei Diamond Blocks, bei Technik, bei Architektur, bei Dinos, bei Blumen, bei Militär, bei Schiffen, wir haben eigentlich überall noch was gefunden. Also ein schönes Mixing. Und es sind tolle Sachen, weil wir brauchen hier jetzt auch nichts reinnehmen, wo kaum was da ist, sondern das sind die Sachen, wo wir gesagt haben, das sind tolle Sets, da bestellen wir auch entsprechend ordentlich und das sind dann jetzt auch die Sachen, wo wir hier heute sagen können, komm, das machen wir jetzt mal hier für einen begrenzten Zeitraum. Das Ganze läuft bis zum 6. Nikolaus, ja. Nikolaus, genau. Bis zum 6.12. 6.12. Was nicht bedeutet, dass das nun alles noch bis zum 6.12. da ist. Da wird es auch Sachen geben, die sind nach 1, 2, 3 Tagen schon weg. Ne? Also es gibt hier einen Artikel, da kommen wir noch dazu, der liegt hauptsächlich in den Stores. Online haben wir davon kaum noch was. Und diese 4 Schiffe beispielsweise, die bieten wir nur online an, die sind nicht in den Stores. Alle anderen Sachen solltet ihr in den Stores und online finden, solange der Vorrat reicht. Wenn ihr also denkt, boah, das da ist ja toll, in der Woche bestelle ich's. Nicht warten. Dann muss ich euch die Daumen drücken, dass es in der Woche auch noch da ist. Aber versprechen können wir das für keinen Artikel. Ja. So, und dann würde ich sagen, wir legen einfach mal los. Wir Jawohl. Zeigen mal, was wir Schönes haben. Der Marco war fleißig. Der hat nämlich überall die Preise auch schon mal dran gepackt. Wir haben hier 3 Diamond Block Sets. Das sind so schöne Sets mit, da sind jeweils 3, 4 Tiere auf so einer Platte. Die Platte dabei und so ganz schönes Thema. Und die Diamond Blocks, das ist ja was sich doch einer ordentlichen Beliebtheit erfreut. Diese Sets kosten normalerweise jeweils 27,95 Marco. Ne? Und das sind jetzt 15 Euro. Ja, das sind dick 40% Rabatt. Genau. Also ja, am Anfang haben wir mal gedacht, wir sagen bis zu 50%. Ne? Und dann haben wir gesagt, nee, komm, das lassen wir, weil wir da irgendwie 3 dabei sind mit 50%. Wir sagen bis zu 40%. Aber es sind auch welche dabei, die haben mehr als 46 irgendwie, ja, genau. Das merkt ihr an den Preisen. Also genau. Marc kann es ja nachrechnen mit dem Taschenrechner. Aber auf jeden Fall attraktiv. Ich glaube, das kann man sagen. Das kann man auch ohne Taschenrechner sagen. Jawohl. Dann nimm doch mal jetzt, da haben wir das einmal weg, genau. Dieses Set, wo wir leider sagen müssen, da sind für online nur noch ganz wenige. Das ist hauptsächlich da in den Stores zu finden. Ein Baumhaus, jede Menge Teile, 5280 Teile, 1-2000 davon sind Blumen. Das hat mal 69,95 gekostet. Jetzt sind es 39 Euro für 5000 Diamond Blocks. Schickt in jeden Store einen Karton und dann haben wir festgestellt, hier ist kaum noch was da. Ja, passiert. Diamond Blocks gerade noch die beiden? Ja, gerne. Haben wir noch hier 2 Hunde. Einen Bichon Frisé und einen Golden Retriever. Siehst der Kleine hier, meiner hat 2223 Teile.
ja, 2.366 quasi das gleiche. Und die haben mal 24,95 gekostet. Meiner auch. Meiner kostet jetzt 14. Meiner auch. Ja, wer hätte es gedacht. 24,95 auf 14 Euro hier die beiden süßen Hundis aus den Diamond Blocks. So, jetzt machen wir den Stapel da mal weg, Marco. Was hast du Jawohl. Da schön? Ich habe hier von Quan Quan drei militärische Sets. Das hier ist japanisch. Ne? Das ist so ein Kettenfahrzeug mit, ich glaube, Feldhaubitze, sagt man. Ja. Ne? Kanone, könnte man auch sagen, hat gekostet 17,95, jetzt 12 Euro. 17,95 ist ja schon günstig. Ne? Ja. Aber also 12 Euro hier für so einen Kasten mit wie viele Teile? Was haben wir da? Drei Figuren sind drin und 462 Teile. Ja, warte mal ab. Die Sets werden ja nur noch größer. Hier haben wir 1995, wird zu 14 Euro ein amerikanisches Halbkettenfahrzeug. Auch mit drei Minifiguren sind diese Quan Quan-Figuren mit den Kniegelenken und so. Haben wir euch auch schon in dem Video gezeigt. Wir werden auch, du hattest die glorreiche Idee, Marco, wir machen... Bartosch hatte die glorreiche Idee. Bartosch. Ehre, wem Ehre gebührt. Wir machen eine Playlist. Wir machen eine Playlist, findet ihr unten einen Link. Und in diese Playlist packen wir alle Sets aus der Aktion, für die wir Videos gemacht haben. Das sind fast alle hier, weil wir ja relativ fleißig sind. Ausgesucht. Genau, und da könnt ihr euch dann die Sets jeweils noch mal schön nacheinander anschauen. Und wenn euch das eine nicht interessiert, skippt ihr weiter zum nächsten. In der Playlist findet ihr all diese Sets hier. Genau. Was ihr jetzt nicht mehr seht, das sind wir. Ja, der Karton ist groß. Das Set auch ein T-34, ein sowjetischer Panzer. 1100. Ja, sechs Figuren, auch einer mit so einem schicken Mantel. Von 39,95 auf 24 Euro. Wow. Das ist allein schon vom Teilepreis her krass. Ja. Sind übrigens auch einige Sachen dabei, die werden nicht wiederkommen. Ja? Ja. Also beim einen oder anderen auch tatsächlich letzte Möglichkeit, das zu kriegen. Zingbao. Zingbao. Da sind wir hier schon bei Technik. Ein kleiner Flitzer, ein kleiner Strandbuggy. Meiner hat mal 17,95 gekostet, das kostet noch 10. Ja, 14,95 für 8 Euro jetzt. Ist das richtig? Okay, du hast oder haben gewonnen. Wir da einen Fehler gemacht? Nee, das muss schon stimmen. Jetzt haben wir das so verkündet, jetzt ist das so. Okay. Meiner ist gefedert und ja, es sind halt kleine, günstige, auch Einsteiger-Sets für Technikfans und die waren schon günstig, bevor wir sie reduziert haben. Online und im Store. Jawohl. Ein schickes Motorrad von Panlos. Sehr nice, jede Menge Technik. Und 29,95 hat es mal gekostet, jetzt sind es 20 Euro. Für passt. 827 Teile. Jawohl. Sehr schick. Ein Fest. Und hier haben wir was richtig Cooles. Gibt es auch ein ganz cooles Video zu. Hier hinten steht er nochmal. Wir haben den nochmal fotografiert für unser Banner. Dafür musste ich ihn erstmal sauber machen. Ich hatte so viel Spaß mit dem Auto, die Räder waren total dreckig. Mit dem bin ich ja durchaus mal durch unseren Garten gepäst. Dem Garten fehlt noch der Rasen, deswegen war da viel Erde und entsprechend sah er aus. Er ist großartig. Zwei Monstermotoren, der flitzt sehr, sehr schnell, ist auch schön geländegängig, stark gefedert. Das Video ist natürlich Teil der Playlist. Das ist für mich das krasseste Highlight hier in der ganzen Aktion. Das ist ein Highlight. Ja, 179,95 auf 119 jetzt. Und du fängst ja dann immer an mit Teilespender, wo ich sage, um Gottes Willen Teilespender. Aber das ist ein Ding, das kann man eigentlich zweimal brauchen. Ne? Ja. Einmal so, wie es hier ist, und dann nochmal ein zweites. Für die Bastelkiste als Teilespender. Das ist auch eines der Sets, wo wir die ganze blaue und bunte Pinseuche durch schwarze Pins ersetzt haben. Deswegen sieht der auch so schick aus. Ja. Cool. Gibt's so nur bei uns. Sehr nice. Und auch hier nochmal ganz was Großes. Oh ja. Ein Geländewagen. Sehr schön. Das hat der Designer für uns lizenziert. Ne? Genau. Und zwar nur für uns. Gibt's auch nur bei uns lizenziert. Jede Menge Teile, jede Menge Details. Da ist ja, der Mann sitzt da nicht nur drin, der hat ja die ganze Campingausrüstung dabei, der kann sich's richtig gemütlich machen. Ein Riesenset,
4631 Teile. Das ist auch aufgebaut richtig groß. Das ist richtig groß, ja, ja, genau. Hat mal 219,95 gekostet, jetzt sind es noch 149 Euro. Für 4000? Du hast die Preise festgelegt, okay. Ist also, sackschwer, das Ding. Auch da, wartet nicht zu lange, wartet nicht zu lange. Und auch der, denke ich, der wird nicht wiederkommen. Es werden ja ganz viele Sets von den Herstellern in China nur ein einziges Mal produziert. Genau. Und dann nicht wieder aufgelegt. Also das ist jetzt nicht nur eine einmalige Möglichkeit für den Preis, sondern richtig. Das ist auch oftmals, und ich glaube nicht, dass von dem Ding jetzt noch was überbleibt, nach Black Friday, nach Blue Friday Week, also von daher nicht warten. Qingbao, den gibt es schon etwas länger. Das ist ein Klassiker, ja. Qingbao, wo wir auch der Importeur sind, die legen dann doch auch teilweise auf unseren Wunsch das ein oder andere Set nochmal auf. Du sagst es richtig, das ist ein Klassiker. Da haben wir auch ganz am Anfang haben wir das Video da gemacht. Mhm. Micha hatte den, glaube ich. Ja, ja, das, ja, ja. Das ist ganz eins. Ja, ja, das Set, ich glaube, das Set hatten wir schon bei uns im Programm, entweder als ich hier angefangen habe oder kurz danach. Also so Anfang 2019 gab es den schon und er ist immer noch gut. Es ist ein lizenziertes Mock, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ja. Sehr nice. Der wird auch mal wiederkommen. Qingbao behält diese Sachen ja tatsächlich auch teilweise recht lang im Programm. Aber zu dem Preis wie jetzt, gibt es das nur jetzt. 79,95 hat er mal gekostet. Günstig. Und jetzt sind es noch 59 Euro. Noch günstiger für irgendwie 2000 Teile glatt. Ja. Kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern, nee. So, jetzt mache ich mir hier mal ein bisschen Raum, Marco. Ja. Wir haben mal verschiedene von diesen Schiffen, auch die sind von Qingbao. Und wir haben es eben schon gesagt, das sind jetzt nicht so viele, die haben wir gar nicht in die Stores geschickt, die noch ein bisschen Restbestand eventuell haben. Aber wenn ihr die haben wollt, also nicht sagen, jetzt setze ich mich ins Auto und fahre ins Store, sondern da definitiv das, was noch da ist, ist online da. Die sind online verfügbar, genau. Vier Schiffe. Die beiden haben mal 24,95 gekostet. Die waren ein Tick günstiger. 22,95, 19,95. Die kosten jetzt alle 14 Euro. 14 Euro. Ich finde das so süß, wenn der Marco hinter den Kartons mir hier zeigt, welche mal 24 gekostet haben. Also 24,95. Ja, genau. Jetzt auf jeden Fall alle jeweils 14 Euro. Und das ist eine schicke Serie. Genau. Haben wir auch ein Video gemacht. Habe ich noch eins zu Hause stehen. In die Playlist, die wir dort verlinken. Machen wir hier weiter? Ja. Was haben wir denn hier gemacht? Das gibt's doch noch gar nicht so lang. Marco. Ja, da haben wir einfach sehr viele bestellt. Und haben gesagt, wir wollen von Wangi auch was reinpacken. Wir wollen von Wangi auch was reinpacken. Wir wollen auch Architektursets haben. Deswegen haben wir hier zwei. Das ist auch, glaube ich, das Einzige, weil es eben so neu noch ist, wo wir relevante Bestände haben. Richtig. Bei allen anderen hätte das gar nicht gereicht, um das überhaupt hier irgendwie genau. Für die Blue Friday. Da wird ja regelmäßig nachgeordert. Aber teilweise warten wir noch auf Container, die eigentlich vor einem Monat hätten kommen sollen. Deswegen können wir auch Veröffentlichungsdaten halt nicht nennen, weil sowas immer wieder dazwischen kommen kann. Genau. Also hier haben wir den Buckingham Palace. Der hat, was hat er denn? 1695 Teile, hat gekostet 74,95, kostet jetzt 49 Euro und wird auch definitiv nach unserer Blue Friday Week, also ab dem 7. Dezember dann wieder die, was habe ich gesagt, 74,95. Kostet. Falls dann noch was da ist. Ich erinnere mich an das Video, da haben wir beide Geschichten über unsere London-Fahrten erzählt. Genau. Sehr schön finde ich persönlich hier diesen großen Palast. Wie nennt er sich genau? Potala Palast. Ja, Brad Pitt, 7 Jahre in Tibet, spielt da. Der ja, offizielle Sitz des Dalai Lama. Seit vielen Jahren nur der offizielle Sitz, weil der Dalai Lama ja nicht mehr in Tibet ist. Tolles Gebäude,
Habe ich aufgebaut, habe ich ein Video dazu gemacht. Irre viele Teile, ne? Irre viele Teile, 3600 Teile oder so. Was? 3649 Teile, hebst du mal hoch, dann weißt du es. Da steht es, da unten 3649. Recht hat der Marco. Und ich finde auch ein sehr schönes Modell von den Farben her und so. Ja, ne? Und zu dem Preis, den ich euch gleich nenne, ist es, hör mal kurz weg, tatsächlich auch ein genialer Teilespender. Denn was man hier unten alle für Felsen und für Burgen, also uiuiui, der hat mal 149,95 gekostet. Das war für die 3600 Teile schon richtig gut, weil ganz viele große Plates, riesen viele Bricks, also keine, nicht viele 1x1 Plates oder sowas. Jetzt kostet er noch 89 Euro. 3600 Teile für 89 Euro. Ja. Wird auch nicht lang da sein, ne? Das kann sein. Also wenn ihr euch für die Teile oder für das Modell oder für beides interessiert, für wartet beides dann auch da wieder zwei. Wartet damit nicht zu lange. So, und dann, da haben wir ganz lange überlegt, ob wir das überhaupt machen sollen. Das Dino-Thema. Aber am Ende haben wir gesagt, wir wollen auch bei den Dinos was reduzieren. Ne? Ja, für zwei haben wir uns entschieden. Schwer getan, aber... Den Pterosaurus und den Triceratops haben wir im Preis reduziert. Das sind zwei von fünf Modellen. Die Serie ist noch etwas größer und die wächst weiter. Letztes habe ich diese hier kommen nicht unbedingt nach, aber es kommen neue richtig, Modelle aus dieser Serie, richtig. Neue Sets aus dieser Serie. Das kann sein, auch von anderen Marken. Von Panlos haben wir jetzt zwei Dinos neu bekommen, einen Mosasaurier und einen... Brontosaurus. Jawohl. Außerdem kommt noch ein Spinosaurus. Das Video zum Mosasaurier wurde schon gedreht und ich glaube, das ist zum Zeitpunkt, in dem wir das hier senden, auch schon erschienen. So, also das heißt, ihr könnt ganz wunderbar die neuen Modelle dort, die neuen Sets hier, mit denen jetzt hier aus unserer Blue Friday Week kombinieren. Preis hier 59,95 auf 39 Euro für den Flugsaurier. Und, für und den Triceratops hier ist auch. Es genauso 59,95 auf 39 Euro. Ja, das ist ein echter Schnapper. Ich hatte sehr großen Spaß, die Sets aufzubauen. Der Flugsaurier ist ein Schnapper. Ja, richtig. Das ist wahr. So, Ming-Dynastie. Ich muss den einen so hinstellen. Ja. Genau. Zwei kleine Sets. Tang-Dynastie. Tang. Den Fehler habe ich schon mal gemacht. Ne? Ja, Ming-Dynastie, Tang. Dann gibt es noch Han und Hui und Olli. Olli weiß das besser als wir. Ich muss mal irgendwie die chinesischen Dynastien pauken. Ja, das ist die Tang-Dynastie. Damals war alles relativ farbenfroh. Bunt. Ja, also Lieblingsfarbe bunt. Also sieht schön aus, viel mit Rot und mit Weiß. Und wir hatten davon zwei Viererserien in klein und zwei Viererserien in groß. Und das sind jetzt zwei der kleinen Sets, nicht im Minifigurenmaßstab. Das ist auch so eine Serie. Ich glaube, die kommen noch mal, aber diese beiden haben wir noch. Und die haben wir jetzt reduziert, um euch so ein bisschen Appetit zu machen. Ja, ne? 14,95 kosten sie eigentlich. Jetzt kosten 14, sie noch 8. 14,95. Glaube ich. Gucken. Ja, doch. Ja, deins auch. 8 Euro. Für wie viele Teile? 485. 8 Euro. Da fällt ihm gerade die Box um. Auch noch Figur bei. Nee, die Figur ist nicht dabei. Bei denen hier sind Figuren dabei. Die zeigen euch auch, das sind die größten. Also hier keine Figur. 8 Euro. 8 Euro. Wo gibt's das sonst? Ja, genau. Bei uns hier das eine. Genau, bei uns. Recht hast du. Dann schauen wir uns die großen an. Da sind nämlich dann, wie du richtigerweise sagst, Marco-Figuren drin. Das sind diese Zimbao-Figuren, die wurden auch mit dieser Serie eingeführt. Ne? Ja, die neuen Zimbao-Figuren, genau. Und seitdem, ne? Mittlerweile haben wir sie ja auch mit einigen Western-Sets mit drin. Genau, wir haben unsere Trooper in blau, dunkelblau, hellblau zum Beispiel, da haben wir sie gemacht, bei manch einem Western-Set-Gebäude genau. Sind sie mit drin und hier sind sie also auch mit drin. So, und da haben wir vier verschiedene, die wir da reduziert haben. Was ist denn das jetzt? Das ist die Sattlerei, die habe
ich damals aufgebaut. Hat mir sehr gut gefallen, weil es so ein Ensemble aus mehreren Gebäuden mit einem Innenhof ist. Fand ich sehr schön. Mhm. Gut, und da sind wie viel? 1, 2, 3, 4, 5 Figuren? Nee, sechs Figuren. Pferd, Wagen, Kutsche. Mehrere Pferde sogar. Im Stall stehen noch mehr. Und das 99,95 kostet das normalerweise jetzt 59 Euro. Für wie viele Teile? 2490. Was soll man da noch sagen? Ne? Kann man nichts sagen. Auch, das hast du gebaut. Das ist die Eisengießerei. Genau, ja, ich erinnere mich. Hier vorne, ja, ganz genau. Die Eisengießerei, die hast Modell. Du gebaut. Das war auch das erste, was ich aus der Serie gebaut habe. Richtig. Sehr schönes Set. Das war noch gar nicht so lange her, ne? Wann sind die gekommen? Halbes Jahr? Nee, ich glaube vor einem Jahr. Das war auch so Winter. Ja, so oder, ja. Zeit vergeht. 99,95 jetzt für 59 Euro. Das ist cool. Hier werden wir von der Teilezahl noch größer. Was ist denn das? Ja. Ja. Ich wusste es mal. Ich glaube, das hatte der Matthias gebaut. Das ist nicht sowas Richtung Hotel? Weinladen und so, ja, glaube ich, war es das. Oder so. Ja. Sieht sehr schick aus mit dem Türkis. Das hat mal 129,95 gekostet. Jetzt sind es noch 79 Euro. Ja, das ist cool. Hier sind wir an der Seite auch nochmal, da wo der Marco das Preissticker drauf gemacht hat. Die Figuren. Mal als Beispiel die Figuren, 6 Stück in diesem Fall und auch bei all diesen großen Sets sind 6 Stück jeweils drin. Ja. Ne? Und das muss ich wieder andersrum stellen? Genau, das ist der große Turm. Das ist der große Wachturm, den hat Olli aufgebaut, ich erinnere mich noch daran. Jetzt haben wir nämlich alle 4 Sets der ersten von diesen 2 Vierer-Serien in Groß- im Minifigurenformat. 3.293 Teile, das Gebäude ist auch richtig groß, das kommt so ungefähr hin, hat mal 149,95 gekostet, jetzt kostet 89 Euro. Muss man, glaube ich, nichts dazu sagen. Ich sehe noch schon, schon allein auch der dieser Karton Prägedruck, mit der, ja, mit der ist Struktur schön. Hier vorne. Ein Streichelkarton. Ja, die Anleitung finde ich auch toll. Die ersten Seiten ist ja so voller Hintergrundinformationen. Man hat auch so ein paar Bilder von den Entwicklungsstadien, wie sie das Set entwickelt haben und geschichtliche so. Geschichtliche Hintergründe. Richtig, die Figuren. Sehr hochwertig und aufwendig gemacht. Könnt ihr euch alles in den Videos angucken. Wir haben ja eine Playlist, da sind diese Videos auch drin. Da haben wir auch überall hier auch zu der Serie für jedes Gebäude haben wir ein Richtig. Video gemacht. Wir haben sogar ganz zum Schluss mal alle 8 Großen zusammengestellt. Ein ganz tolles Bild. Ein richtig tolles Bild. Ja. So, und dann haben wir gesagt, dass das Thema Blumen, das ist ja eins, was in den letzten Monaten massiv an Beliebtheit gewonnen hat, sei es größere Sets, seien es auch die kleinen Sets, da mit jeweils einer Blume drin. Bei denen mit einer Blume haben wir gesagt, das spart dann irgendwie 2-3 Euro, das macht ja keinen Sinn. Und daher haben wir uns 2 große rausgesucht, damit sich das Sparen auch lohnt, aber damit wir eben mit den Blumen auch was haben. Das ist einmal das hier, die Blumenvase mit 3 Blumen. Jawohl, und da passen auch noch weitere Blumen rein, beispielsweise welche von Sembo. Genau, und bei einem 4,95-Artikel lohnt sich eine Reduzierung jetzt halt irgendwie. Nicht sparen, also nicht viel. Hier lohnt es sich wirklich. Wie stark lohnt es sich? Das hat mal 42,95 Euro gekostet, kostet jetzt während der Aktion 29 Euro. Siehst du, und dann haben wir schon gleich wieder 12 Euro oder was, wenn ich das jetzt, wie viel haben wir gestrahlt? 13,95. Da kann man dann noch die eine oder andere Blume bequem dazu kaufen, um die hier dann mit in die schöne Vase zu stellen. Und ähnlich sieht das hier nochmal aus, 39,95 auf 29 Euro. Spart auch einen guten Zehner, könnte auch dafür noch extra Blumen kaufen, um diese schöne Vase hier nochmal weiter zu füllen. Bei der hier reden wir jetzt über wie viele Teile, was haben wir da, Marco? Tümelip, 1114 Teile, die Vase mit 3 Blumen und Platz für weitere Blumen. Genau, so sieht's aus. Cool. Ja. Jetzt ist der Tisch leer. Und hier unten können wir uns kaum noch bewegen. Hier unten können wir uns nicht mehr bewegen, nee. Was, Marco, müssen wir denn jetzt noch sagen? Also wir haben gesagt, bis wann das läuft. Ne? Es geht bis zum
inklusive 6.12. Wir haben gesagt, ab wann es läuft, online ab jetzt. Und in unseren Stores ab morgen ab dem 24.11., sobald die Stores öffnen. Ganz genau. Es kann sein, dass der ein oder andere Artikel, das ein oder andere Set eher in den Stores oder eher online dann vergriffen ist. Wartet nicht zu lange, wenn da was dabei ist, wo ihr sagt, hey, und außerdem brauche ich ja noch ein Weihnachtsgeschenk. Ne? Ja. Auch an der Stelle übrigens, und egal, was er jetzt noch, ne? Auch wenn er irgendwie, keine Ahnung, für die Omi noch einen Mixer braucht oder so. Ich glaube, wir sind alle gut beraten, wenn wir in diesem Jahr nicht zu lange warten mit den Weihnachtsgeschenken. Ne? Ja, das mit den Lieferungen und so. Ja, und ja, das auch. An der Stelle übrigens noch eine Information, die hier jetzt zwar mit unser Blue Friday Week gar nichts zu tun hat, aber bei einem der letzten Videos kamen die Fragen auf nach den, ich glaube, die Empfängermodule waren das von dem RC-System. Akkuboxen. Die Akkuboxen mit Empfänger. Von dem RC-System. Die sind unterwegs, die kommen. Ich weiß, die sind schon seit geraumer Zeit in unserem Store nicht verfügbar, weil auch dort haben wir einfach die Lieferproblematik, Chip-Krise. Ja, das sind zwei Sachen. Große Autos stehen auf Halde, weil es keine Chips gibt. Und das ist dann dummerweise auch für Noppensteine so, sind aber unterwegs und kommen. Ja. Ja, hoffentlich nach jetzigem Stand bis Weihnachten, vor Weihnachten noch. Wir hoffen, dass es so bleibt und sich nicht irgendwie wieder Container verzögern, weil, keine Ahnung, Stau im Suezkanal oder so. Genau. Ja. Aber ihr müsst euch ja jetzt auch erstmal hier auf diese super tollen Angebote konzentrieren. Und ich will ja keine Tipps abgeben, aber das ist ein total tolles Set. Ich habe viel Spaß damit. Ja, und dann würde ich sagen, für heute, ne, Marco? War's das? Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es mehr zu super genialen Preisen. Euch wünschen wir viel, viel, viel Spaß beim Bauen von diesen super tollen Sets. Bis dahin aus dem Noppenstein-Studio von Bluebricks. Euer Klaus. Und euer Marco. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.